Am Freitagmorgen hat der Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek Gebäck für den guten Zweck verkauft. Mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Bäckerei Simons Brotkörbchen kam Jatzombek auch mit den Anwohnern aus deren Dorf ins Gespräch. Die gesamten Einnahmen werden der Diakonie in Düsseldorf zugutekommen. Ich mache eine Sommertour. Ich versuche halt, an möglichst viele Orte zu kommen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil zu uns in die Zimmer der CDU kommen wenige und deshalb ist das eine Gelegenheit, dass jeder hier morgens beim Brötchenkauf mal ein kurzes Statement abgeben kann, seine Meinung sagen kann und das haben auch viele gemacht. Der gesamte Betrag fließt in das Projekt Kulturpiloten. Dieses soll auch ärmeren Familien ermöglichen, am kulturellen Leben in der Stadt teilnehmen zu können.